Die große Sphinx von Gizeh ziert unseren Globus bereits seit mehr als 4500 Jahren. Jenes monumentale altägyptische Bauwerk, das sich aus dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen zusammensetzt, fasziniert die Menschheit demnach seit unzähligen Jahrhunderten. Obwohl die Sphinx zweifelsohne zu den berühmtesten Bauwerken in der Geschichte zählt, so wird das uralte Gebilde dennoch bis zum heutigen Tage von vielen ungelösten Geheimnissen umweht. Welchem Zweck diente der steinerne Koloss einst? Welchen Wandel hat die über 70 Meter lange Statue im Laufe der Zeit erfahren? Und welche unentdeckten Geheimnisse schlummern womöglich seit Jahrhunderten von Jahren im Innern der großen Sphinx von Gizeh? Zusammen mit euch suchen wir nach Antworten. Eine Stadt unter der Sphinx? Im Jahr 1935 war das archäologische Interesse an den altägyptischen Städten noch immer ungebrochen. So war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 15 Jahre her, seit der britische Forscher Howard Carter das Grab des legendären Tutanchamun gefunden hatte, welches sich bis dahin mehr als 3000 Jahre vor dem Blick der modernen Menschheit versteckt hatte. Einige Jahre später wurde die Welt der Archäologen von einer weiteren, nicht weniger spektakulären Meldung ins Wanken gebracht. So verdichteten sich die Gerüchte darüber, dass einige Forscher unterhalb des Wüstensandes des Gizeh-Plateaus auf die Überreste einer jahrtausendealten, bis dato vollkommen unbekannten Stadt gestoßen seien. Während die Sensationsberichte zunächst in den unterschiedlichsten Zeitungen dieser Welt gedruckt wurden, ebbte das öffentliche Interesse an dieser bahnbrechenden Entdeckung kurz darauf auf rätselhafte Weise abrupt ab. So hatte es den Anschein, als wäre das Augenmerk der Ägyptologen unvermittelt auf die altehrwürdigen Königsgräber und deren kostbare Schätze zurückgekehrt. Aus heutiger Sicht stellt sich daher die Frage, wieso ein derart bedeutsamer Fund wie der einer 4000 Jahre alten unterirdischen Stadt praktisch über Nacht so sehr in den Hintergrund rückte. Besonders brisant: Der Zugang zu der Ortschaft unter der Erde soll sich dabei im Innern der weltbekannten Sphinx befunden haben. Ob es sich bei dieser Meldung letzten Endes um eine vertuschte Tatsache oder doch um ein erfundenes Märchen handelte, ist bis heute Gegenstand hitziger Debatten. Fest steht, dass die Existenz eines solchen Tunnels, der zu einer geheimen Stadt führt, von offizieller Seite oftmals vehement bestritten wurde. Demgegenüber stehen jedoch viele Fotos, die augenscheinlich zeigen, dass der Körper der Sphinx von rätselhaften Schächten und Kammern geziert wird. Die offiziellen Behörden verweisen bei Nachfragen stets darauf, dass es schlichtweg nicht möglich sei, in diese rätselhaften Gänge hineinzuschauen, da sie entweder verschüttet oder mit Wasser vollgelaufen seien. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit sogar einige Suchbohrungen in den Gesteinsuntergrund der Sphinx durchgeführt, um zu überprüfen, ob unterhalb der Statue eine bislang unentdeckte unterirdische Anlage existiert. Da die ägyptische Altertumsbehörde jedoch befürchtete, dass das jahrtausendealte Bauwerk im Rahmen dieser Arbeiten stark beschädigt werden könnte, wurden weitere Erkundungsbohrungen rasch verboten. Rätselhafte Darstellungen. Zu den wichtigsten Indizien, die auf einen geheimen Zugang in der Sphinx mit unbekanntem Zielort hinweisen, zählt eine Zeichnung aus dem späten 18. Jahrhundert. Auf dem entsprechenden Bild wird der Kopf der kolossalen Statue deutlich erkennbar von einem Loch geziert, aus dem sogar ein Mann hinausgezogen wird. Doch selbst die überzeugtesten Verfechter der unterirdischen Stadttheorie tun sich schwer damit, eine einfache Skizze als unanfechtbares Beweisstück anzuführen. Deutlich stichhaltiger präsentiert sich dahingegen schon ein Luftbild der Sphinx, das in den 1920er Jahren von einem Heißluftballon aus aufgenommen wurde, um ebenfalls eine derartige Öffnung am Kopf des Bauwerkes erahnen zu lassen. Besonders rätselhaft erscheint indes die Tatsache, dass sich der Schädel der Statue überdeutlich vom Rest des Körpers unterscheidet. So erscheint der Menschenkopf in Relation zum Löwenkörper ungewöhnlich klein. Die Ursachen für diese auffälligen Proportionen konnten bislang nicht entschlüsselt werden. Einige Experten vertreten die Annahme, dass die große Sphinx von Gizeh ursprünglich einen anderen, weitaus größeren Kopf besaß. Diese These wird indes auch durch die Tatsache unterstützt, dass der Schädel deutlich weniger verwittert scheint als der Rest der Statue. Und das, obwohl der Kopf im Gegensatz zum restlichen Körper nicht jahrhundertelang von schützenden Sandschichten bedeckt war. Eine bewusste Verschleierung? Einige Personen führen diesen Gedankengang sogar noch weiter. So halten es manche für wahrscheinlich, dass neben der heutigen Sphinx von Gizeh einst eine weitere Statue existierte. Tatsächlich war es im altägyptischen Brauchtum nicht ungewöhnlich, zwei steinerne Löwenwesen anzufertigen, welche die Pforte zum Jenseits bewachten. Im Detail existieren sogar einige Jahrhunderte alte Skizzen, die ein Gizeh-Plateau zeigten, auf dem nicht bloß einer, sondern zwei steinerne Schädel aus dem Wüstensand herausragen.
Einem ominösen Sandhügel in der Nähe der Sphinx wird daher immer wieder zugeschrieben, das verschüttete, in Vergessenheit geratene Gegenstück zu bedecken. Allerdings blieben die offiziellen Anfragen, den entsprechenden Sandhügel mithilfe moderner Messinstrumente zu untersuchen, seitens der offiziellen Behörden bislang stets unbeantwortet. Und spätestens an diesem Punkt wird es natürlich kontrovers. So vermuten einige Menschen, dass die staatlichen Behörden bereits seit langem um die Existenz einer zweiten Sphinx sowie einer verborgenen Stadt unterhalb des Gizeh-Plateaus wissen. Folgt man diesem Gedanken, so sind die Institutionen jedoch um jeden Preis darauf erpicht, diese Tatsachen geheim zu halten. Schlummert unterhalb des Wüstensandes womöglich etwas, das die Geschichtsschreibung für alle Zeiten verändern würde? Besaßen die Ägypter ein geheimes Wissen oder fortschrittliche Technologien, die wir nicht zu Gesicht bekommen sollen? Oder handelt es sich bei all diesen Vermutungen um nichts als aufregende, aber irreführende Theorien? Verratet uns eure Meinung hierzu ganz einfach unten in den Kommentaren. Die Frage nach der Nase. Während sich das Mysterium um eine zweite Sphinx sowie eine unterirdische Anlage unseren direkten Blicken entzieht, so ist ein bestimmtes Rätsel um die riesige Statue für alle auf den ersten Blick zu erkennen, nämlich die abgebrochene Nase. Im Laufe der Jahrhunderte befeuerte das Mysterium nach dem fehlenden Riechorgan derart viele Spekulationen, sodass es auch in den Werken der Popkultur zu einer Art Running Gag wurde. Die älteren Semester unter euch werden sich bestimmt noch an die berühmte Szene aus Asterix und Kleopatra erinnern, in welcher Obelix der Statue versehentlich die Nase abbricht, als er an ihr hochklettert. Doch die amüsanten Erklärungsansätze aus der Zeichentrick- und Comicwelt einmal ausgeklammert, was passierte nun wirklich mit der Nase der Sphinx? Eine weit verbreitete Legende besagt, dass das altägyptische Bauwerk einst bei Artillerieübungen von Napoleons Soldaten unter Beschuss geriet und beschädigt wurde. Ein Kupferstich der Sphinx, der schon im Jahr 1738 vom dänischen Künstler Frederik Ludewig Norden angefertigt wurde und den Koloss bereits ohne Nase zeigt, spricht allerdings gegen diese Theorie. Wahrscheinlicher ist, dass die Statue ihren Riecher schon einige Jahrhunderte früher verlor. Während der arabischen Zeit war die große Sphinx von Gizeh in den Reihen der strenggläubigen Muslime als Vater des Schreckens verschrien. So wurde der damals noch immer praktizierte Kult, das Bauwerk als Gottheit zu verehren, von einigen Moslems als blasphemische Götzenanbetung verabscheut. Einem Bericht des arabischen Historikers Al-Makrisi zufolge soll der Sphinxhass eines strenggläubigen Scheichs schließlich darin gemündet sein, dass dieser die Nase der Statue im Jahr 1378 wutentbrannt abschlug. Daraufhin soll der Mann von einer aufgebrachten Menschenmenge gelyncht worden sein. Die Halle der Aufzeichnungen. Wie wir euch bereits erzählt haben, vermuten einige Personen, dass der Kopf der Sphinx einst von einem geheimen Zugang geziert war, der in eine verborgene unterirdische Stadt führte. Einer alten Legende zufolge soll sich in der unmittelbaren Nähe der Sphinx jedoch noch eine weitere versteckte Pforte befinden, die den Eingang zur sogenannten Halle der Aufzeichnungen preisgibt. Dem Mythos nach handelt es sich dabei um eine antike Bibliothek, die praktisch alle Wissensgeheimnisse der alten Ägypter beherbergt. Andere Menschen nehmen sogar an, dass in der Halle der Aufzeichnungen die gesammelten Werke einer anderen, heute vollkommen unbekannten Zivilisation schlummern. Der Zugang zu diesem verborgenen Wissensschatz soll sich dabei vor den Pranken der Sphinx befinden. Obwohl die meisten Menschen diese Legenden als moderne Ammenmärchen abtaten, wollten einige amerikanische Forscher den aufregenden Geschichten ein für allemal auf den Grund gehen. Daher gruben sich die Experten vor den Pranken der Statue 7 Meter tief ins Erdreich. Obwohl es den Männern dabei nicht gelang, einen geheimen Tunnel freizulegen, so deuteten seismische Messungen jedoch auf die Existenz von Kammern unterhalb der Sphinx hin. Offiziell soll es sich dabei allerdings schlichtweg um natürliche Hohlräume handeln. Da Grabungen, Bohrungen und Sprengungen stets die Gefahr einer Beschädigung der Sphinx bergen, untersagte die ägyptische Altertumsbehörde alle weiteren Untersuchungsprojekte. Wozu diente die Sphinx? Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der großen Sphinx von Gizeh um eines der prominentesten Bauwerke aus dem Altertum handelt, erscheint es umso unglaublicher, dass wir heutzutage nicht sagen können, welchem Zweck das beeindruckende Mischwesen aus Mensch und Raubkatze einst diente. So haben sich in der Welt der Ägyptologen im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Erklärungsansätze bezüglich dieser hochspannenden Frage herauskristallisiert. Einerseits ist es denkbar, dass die Sphinx das Plateau von Gizeh überwachen und beschützen sollte. Andere Historiker sehen in der Statue keinen steinernen Wächter, sondern das Abbild einer altägyptischen Gottheit, wie beispielsweise des Himmelsgottes Horus. Möglicherweise zeigt die Sphinx jedoch auch eine idealisierte Form des Pharaos Chephren, der innerhalb der altägyptischen Bevölkerung ebenfalls als göttliches Wesen betrachtet wurde. Tja Leute, und jetzt seid ihr an der Reihe. Was sind eure Gedanken zur großen Sphinx von Gizeh? Haltet ihr es für möglich, dass unterhalb der Statue geheime Kammern schlummern oder sogar eine unterirdische Stadt existiert?
Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch unser Ausflug in die geheimnisvolle Welt der alten Ägypter gefallen hat, dann zeigt uns doch gern mit einem Daumen nach oben. Denkt bei der Gelegenheit auch dran, Topwelt zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.